Hallo, ich bin's, die Franzi vom Kanal Chili Beat und heute gibt es die Monatsfavoriten Oktober, Querbeet, Beauty, Lifestyle und alles, was mir so eingefallen ist. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, viel Spaß mal an. Fangen wir doch hier mal dran. Fangen wir doch hier mal dran. Also ich blende die Produkte dann alle nochmal einzeln schön ein und schreibe sie euch vor allem, verlinke sie euch unten. Das ist von Isana, die Body Cream Snow White. Witzige Geschichte dazu. Ich bin auf den Rosswagen gestapft und habe mich durch Duschgels gerochen. Und da gab es eben auch dieses Snow White und es roch so gut. Ich dachte mir aber, ich brauche jetzt nicht das 15. Duschgel daheim in Backup. Aber ich brauche eine Bodycream. Die letzte war ja eher Mystic. Und dann habe ich diesen Humpen hier gefunden. Man konnte es zwar im Rossmann selber nicht probe riechen, weil da noch so eine Folie drüber war. Aber das Zeug ist doch Hammer. Es riecht original wie das Duschgel. Das habe ich eben schon gerochen und das war Wahnsinn. Ist so, also ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. So ganz milchig, ganz cremig. Soll die Geschmacksrichtung Schneeglöckchen, Vanille, Milchduft haben, oder die Geruchsrichtung, wie Schneeglöckchen riecht, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber Vanille, Milch trifft es 100%. Und zwar nicht so aufdringlich vanillig, sondern echt richtig, ja, mega geil. Oh, echt der Hammer. Irgendwie wie Softeis. Ja, irgendwie wie Softeis. Also ist der Hammer, dieses IKEA Softeis 1:1. Oh, also die war echt nicht teuer. In diesem riesen Humpen sind 500 ml drin und die hat, glaube ich, 2 Euro gekostet. Also war echt in Ordnung. Pflegewirkung ist auch super und drum ganz große Favorit. Von Schebens Nacht Repair Konzentrat. Dieses Teil hier kostet 1,30 Euro, glaube ich. Sind 5 so Kapseln drin, die reißt man oben ab, gibt sich das aufs Gesicht, das ist wie so ein Öl. Ich finde, es riecht gut, Pflegewirkung ist auch echt, echt in Ordnung, ist wirklich, wirklich gut. Und gerade, ja, ich weiß nicht, wenn der Tag so richtig anstrengend war und man vielleicht eh weiß, alles klar, ich muss morgens wieder früh raus, habe vielleicht nicht allzu viel Schlaf. Ganz große Empfehlung. Es ist wirklich ganz, ganz klasse. Ich finde die wirklich, wirklich gut. Und sie machen, was sie versprechen. Intensive Feuchtigkeit kann ich so unterschreiben. Ich finde die super. Reinigungsöl von Alverde. Q10 Reinigungsöl. Q10 Reinigungsöl. Bio Gotchi Beere. Für die Haut ab 30. Naja, sind wir halt jetzt auch dabei, ne? Oh, das riecht. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber ganz, ganz zitrisch. Also, es riecht hammermäßig gut. Es sind 2 so Phasen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Hier. Muss man schütteln. Dann macht es irgendwie einfach nur viel Schaum. Gibt sich das auf die Hand. Ich mache es aufs trockene Gesicht, gehe mir damit auch über die Augen. Es geht relativ viel Make-up wirklich mit runter. Danach heißt es, man soll es mit Wasser aufschäumen. Also schäumen tut es bei mir nicht. Aber ich wasche es mir halt dann mit Wasser runter, reibe das auch nochmal so ein bisschen ein, schaue, dass ich dann alles abnehme, trockne mir das Gesicht danach ab und das Gefühl danach ist echt gut. Also ich finde es wirklich, wirklich gut. Es riecht unglaublich gern. Es riecht unglaublich gut. Es steht neu dran. Ich hoffe, es ist nicht limitiert, weil ja, ich habe mich schon ein bisschen verliebt. Altes Schätzchen, das habe ich jetzt schon, oder die habe ich jetzt schon das zweite Mal, nämlich von Lancaster. Skin Therapy Oxygenate Anti-Aging Oxygen Flash Mask. Flash. Can be used daily, also im Zweifel auch für jeden Tag. Ich mache das mal auf. So guckt das aus. Das ist so ein, ja, so ein geliges Zeug. Riecht mega frisch, wirklich mega frisch. Wenn man sich das, also
ich mache das oft. Ja, das Ding hält halt einfach ewig und ich verwende es eigentlich wie eine Creme. Sonntag, was weiß ich, wenn das Wochenende echt irgendwie hart war und man hart am Feiern war, so ein bisschen katerige Stimmung, dann diese Creme am Sonntag in der Früh ins Gesicht, die wird dann kalt und man merkt richtig, wie die Haut anfängt zu durchbluten und gerade wenn man ausguckt, wie, keine Ahnung, einmal durch einen Kakao gezogen, ja, nach so einer Feiernacht halt, man ausschaut wie so eine mittlere Leiche, nur früh ins Bad, Zombie-Alarm, dann rettet es wirklich und macht einen wieder frisch. Also ich finde es wirklich gut. Man muss die dann auch nicht runter machen, sondern man schmiert die eigentlich ins Gesicht wie eine Creme. Die zieht komplett weg, die zieht auch sehr schnell weg und ich habe das Gefühl, ich tue meiner Haut da was Gutes. Der Pott reicht ewig und verfällt auch nicht, der hält auch ganz lang, ja 12 Monate. Ich sage jetzt mal, die 12 Monate reicht einem so ein Pott aus. Nicht ganz günstig. Ich guck mal, ob ich euch mit dem Link hier irgendwie die Preise raussuche oder so. Aber ganz große Empfehlung. After-Kater-Pflege. Noch was für die Haare. Und zwar das CHE. Silk Infusion. Ich habe das bei Amazon bestellt, gibt es in Deutschland, also zumindest habe ich es noch nirgends gesehen, das gibt es wohl nicht. Und mein Mann treibt Mackies da unten. Parabenfrei, es sind wohl keine Silikone drin, also ich jetzt zumindest jetzt auf Anhieb, ja, kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber parabenfrei. Und zwar, ich habe normalerweise... Heute sind sie geglättet, aber ich habe normalerweise ziemlich frisselige Haare. Also so ein Boosthahn auf und unten sind die total frisselig. Und das Zeug macht die echt richtig, richtig schick glatt. Die sind wirklich butterweich danach. Ich glätte die zuerst und mache dann noch so einen Mini-Tropfen in die Hand, verreibt. Tue mir das in die Spitzen. Die sind echt der Hammer danach. Die glänzen. Also dieses... Ja, guckt euch das mal an. Ich finde es echt gut. Ich habe auch nicht die kleine Größe, die war jetzt auch nicht so teuer. Ich wollte es halt einfach ausprobieren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das kaufe ich mal, wenn es leer ist, in der großen Größe nach. Da merkt man allerdings jetzt noch nicht, dass irgendwie was draußen wäre. Also es hält wohl auch ziemlich lang. Ja, finde ich gut. Bisschen Kosmetik. Und zwar meine absolute Lieblingsmascara, gerade habe ich auch heute drauf. Und zwar von L'Oreal, Mega Volume Miss Hippie. Die guckt so aus. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber ich blende es mich auch nochmal ein. ja, damit muss, also ich bin am Anfang nicht ganz so gut mit ihr klarkommen, weil sie einfach, ja, brutal, am Anfang brutal viel Produkte auf der Bürste hat. Die Bürste ist riesig, irgendwie macht sie am Anfang ziemliche Fliegenbeine, aber wenn man das so ein bisschen geübt hat, weiß ich nicht, dann die Wimpern finde ich so Hammer. Also ich gefalle mir da selber echt gut. Und drum ganz großer Favorit. Lancôme. Ein Lippenstift. Also ich finde das ja eh ziemlich cool, wenn die so Magnet haben. Finde ich irgendwie gut. Ich habe den geschenkt bekommen. Und zwar von meinen Freundinnen. Ich glaube mal zum Geburtstag. L'Absolute Nu. Die Nummer ist glaube ich die 204. Ich weiß es nicht. Aber er guckt so aus. Das ist die Farbe. Ich habe ihn auch heute drauf. Der ist auf gar keinen Fall matt. Ich finde den ganz schier vom Finish her, also ganz, ganz toll. Er trägt sich unglaublich gut und die Farbe ist für mich absolut Herbst, Winter. Ich könnte ihn jetzt seit dem Frühjahr irgendwie drauf tun, da hätte ich irgendwie, ich weiß nicht. Aber im Herbst geht der echt richtig, richtig gut. Ja, finde ich den echt super und wollte ich euch den zeigen. Den habe ich neu für mich wieder entdeckt und wirklich, wirklich, wirklich schön. Habe ich noch drei Lifestyle-Favoriten und zwar fangen wir hiermit an.
Das ist ein Tee. Oh, ich entschuldige dich. Der ist von Rituals M Forest Dream Relaxing Herbal Melange. Ich kann es euch leider nicht sagen, aber es ist Sternanis mit drin. Ich mag ja eigentlich kein Anis, aber... Also, Packaging, der kommt so. Das ist hier innen drin wirklich ganz, ganz toll. Und so gucken die Teebeutel aus. Also, ich mache da mal eine lose. Das ist in wie so ein Stoffsäckchen drin. Und der riecht, das ist echt der Hammer. Und das ist so ein klassischer, also sie empfehlen ihn für abends, so ein Abendtee, in dem Ding sind 20 drin. Ja, und ich finde die, das, ich weiß nicht, da so eine Tasse Tee abends ist echt einfach Luxus. Ich finde das so schön und ich schlafe danach so gut. Ja, entspannende Kräutermischung. Ist sie wirklich, ich finde sie ganz toll, gerade wenn man einen stressigen Tag hatte, irgendwie runterfahren will, dann abends nochmal Kerzen an, eine Tasse Tee. Puh, toll, also wirklich ganz toll. Dieses Ding kostet 5 Euro, es ist schon teuer für Tee, gar keine Frage, aber ich finde sie echt gut. So, es ist Herbst und Herbst ist für mich Backzeit. Irgendwie finde ich das total toll, wie die ganze Bude dann riecht, wenn man Kekse gebacken hat oder einen Kuchen gebacken hat. Das ist so schön. Und im Moment bin ich gerade wieder ganz, ganz fleißig am Keksebacken, weil ich meinen Mann auch sehr gerne mag. Und ich mache einfach ganz klassische Butterkekse und kippe da Schubecks arabisches Kaffeegewürz mit rein. Ich mag Schubeck nicht, aber das hat er gut gemacht. Das ist so ein Riesenpott. Ich mache den jetzt mal auf, da ist dann nur so ein Deckel drauf. Ich habe noch die alte Variante, also inzwischen gibt es neue. Die sind zwar vom Design her jetzt nicht so anders, aber ja, das riecht nach Weihnachten. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Bisschen wie Chai-Tee, ja, geht in die Richtung. Also ganz, ganz, ganz toll einfach. Und die Kekse schmecken so gut, wie Spekulatius, nur besser. Also ich finde die echt grandios und es ist jetzt nur noch ein Hauch, dann für einmal reicht es noch. Ja, total super. Ich lese euch noch kurz vor, was drin ist. Kardamom, Zimt, Nelken, Piment, Muskatnuss und Vanille. Und das, man kann es verwenden für Eis, Espresso, Kaffee, Cappuccino, Milchkaffee, Tiramisu, Kakao, Schokomus, Kuchen, Gebäck und Obstsalate. Ganz, ganz große Empfehlung, wirklich ganz große Liebe. Und last but not least, ich bin ein Kaffeemädchen. Und ich, in der Früh bin ich eigentlich nicht lebensfähig ohne Kaffee. Bin früher dann immer zum Bäcker gefahren, bevor ich in die Arbeit gefahren bin. Ich habe so eine halbe Stunde Weg in die Arbeit, habe mir da so einen Kaffee to go mitgenommen. Punkt 1. Relativ teuer. Punkt 2, ich produziere jeden Tag schrecklich viel Müll. Aber ich fand es irgendwie cool und toll und es hat mich aufgeweckt und es war schön, weil es warm war in der Früh. Ich hatte was zum Trinken während dem Fahren. Und so diese Thermomug, also die Thermoskannen zum Raustrinken, fand ich nie so gut. Und jetzt habe ich meine Alternative. Tada! Das Ding heißt Bamboo Cup. Ist wiederverwertbar, also es ist so, ja, Bambus scheinbar. Man kann es in die Spülmaschine schmeißen und zwar sowohl oben als auch unten. Also das ist der Deckel. Das ist hier innen drin, der ist relativ groß. Diese Wärmemanschette oder diese Wärmeschutzmanschette, die kam mit, die kann man hier so runterpullen. Also die geht auch weg. Und ich bin schockverliebt, ist der Hammer. Ich finde es echt super. Zumal ich mir daheim ja eh, wir haben so einen Kaffeevollautomaten, also ich kann mir daheim eben einfach einen Kaffee machen. Das mache ich jetzt immer. Hier kommen 2 Tassen Kaffee rein, passen auch gut rein. Ich schraube das Ding zu, nehme das mit. Ich kann es am Abend wieder in die Spülmaschine klatschen. Alles gut, gut für die Umwelt, günstiger. Also ich bin ein kleiner Sparfuchs. Und hey Leute, es guckt doch mal mega aus. Gab es bei Thalia, das ist bei uns so eine Buchkette oder so ein Buchladen. Und das habe ich gesehen und ich muss den haben. Kostet 15 Euro, was schon ziemlich teuer ist. Aber ich
behaupte jetzt einfach mal, ich habe das nach spätestens 2 Wochen Kaffee trinken wieder herin. Und darum ganz große Liebe. So, das war's. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Meine Favoriten Oktober 2016. Ja, einmal querbeet. Ich hoffe, euch gefällt es. Wenn nicht, wenn ihr Anregungen, Wünsche habt, einfach unten in die Kommentare. Ich freue mich da tierisch drüber. Ich versuche auch wirklich jeden zu beantworten. Und ansonsten lasst mir einen Daumen da oder abonniert mich. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch, für mich ist jetzt Sonntag, ein wunderschönes Wochenende, Restwochenende, eine tolle Woche. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Tschüss!